Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Wir programmieren C# und heute wollen wir uns um die Fehlerbehandlung kümmern. Fehler passieren. Ich meine, mir nicht. Wir haben schon gesehen in vorigen Videos, dass das jetzt eine falsche Aussage war. Es war ein Fehler, dass ich das behauptet habe, dass ich keine Fehler mache. Jeder macht Fehler. Schauen wir uns zunächst an, was gibt es für Fehler? Also die einfachsten Fehler sind Syntaxfehler. Syntaxfehler ist eine Art. Was ist ein Syntaxfehler? Syntaxfehler ist ein Schreibfehler. Okay? Da verletzt man die Regeln der Sprache. Das ist ein Schreibfehler. Typischerweise. Typisch Variablenname falsch. Befehl. Klammer. Strichpunkt. Falsch. Irgendwas haben wir Fehler. Falscher Variablename, falscher Befehl geschrieben, in einer falschen Reihenfolge, in Methoden irgendwelche Übergabeparameter vergessen und so weiter, irgendwelche Klammern nicht gesetzt, zu viel gesetzt, nicht alle zugemacht, Strichpunkt irgendwo vergessen, sowas sind Syntaxfehler. Ja. Sind sehr einfach zu finden, fallen nämlich schon beim Übersetzen, beim Kompilieren auf. Ja. Werden vom Übersetzer Compiler gefunden und angezeigt. Sind also sehr leicht zu finden, weil das Programm sie gar nicht, haben wir ja in der Vergangenheit schon mehrfach gesehen. Funktioniert eigentlich super. In Visual Studio wird das ja sogar unterwählt, in vielen Fällen auch schon und so weiter, brauchen wir gar nicht warten, bis wir zum Übersetzen probieren und das funktioniert. Also das ist eine Möglichkeit, Syntaxfehler. Entsprechende Fehlerbehandlung ausbessern. Gibt's nichts anderes, weil sonst haben wir ja kein lauffähiges Programm. Haben wir dann ein lauffähiges Programm, hast du es nur lange, dass das fehlerfrei arbeitet. Speziell, wenn man angewiesen ist auf zum Beispiel irgendwelche User-Eingaben, auf Dateien, wenn man zum Beispiel eine Datei öffnen will, kommt man drauf irgendwann, ich habe eigentlich gar nicht das Recht, dass ich die Datei öffne, oder eine User-Eingabe, statt Zahlen sind auf einmal Buchstaben drinnen, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Das sind sogenannte Laufzeitfehler. Laufzeitfehler. Also wenn die Syntaxfehler behoben sind, sind wir Compile Clean, übersetzen das und dann kann es sein, dass Laufzeitfehler auftreten. Die treten bei der Abarbeitung auf. Typisches Beispiel. Division durch 0. Keine Rechte auf Datei. Sowas. Fehler auf der User-Eingaben. Das sind Laufzeitfehler. Jetzt ist die Frage, ich habe da keinen Einfluss darauf. Manchmal hat man Einfluss darauf, oft nicht. Was mache ich? Was mache ich, dass ich mit dem umgehen kann? Nun, man macht einen sogenannten Try-Catch-Block. Man schreibt hier Try. Probier mal. Das sagt praktisch zum Programm, hey, pass auf, ich mache jetzt was, probier was. Und da drinnen, hier, schreibe Programm, dessen Ausführung
einmal angetestet. Werden soll. Also da kann ich zum Beispiel jetzt, wenn ich Division durch 0 verhindern will, kann ich da zum Beispiel mal dividieren. Ja? Wenn nichts passiert, passiert nichts. Dann ist das Programm ausgeführt. Passt. Ja? Da habe ich das versucht, das hat geklappt. Wunderbar, ich bin fertig. Es ist, das ist nicht nur angetestet, sondern es ist noch gemacht worden, wenn kein Fehler auftritt. Wenn ein Fehler auftritt, dann kann ich dahinter einen Catch-Block machen. Muss nicht unmittelbar dahinter sein. Aber dann machen wir einen Catch-Block. Und der Catch-Block fängt mir praktisch die Fehler ab. Und da drin, kann ich noch eine Fehlerbehandlung machen. Behandlung. Also, wenn da ein Fehler drin auftritt, komme ich da in den Catch-Block hinein. Okay? Und da mache ich eine Fehlerbehandlung, fertig. Ja? Dann kann ich dann sagen, ja, warum hast du null ergeben? Ja? Kein Recht auf Datei, irgendwas ausgeben oder so. Ja? So, dass halt das Programm nicht abstürzt, sondern man weiß zumindest, warum man irgendwas nicht gemacht hat. Ja? Fehlerbehandlung. Jetzt kann es natürlich sein, dass da verschiedene Fehler auftreten. Wie ich gesagt habe, entweder Division durch 0 oder eben keine Rechte auf die Datei oder ich weiß nicht, irgendwer hat den USB-Stick ausgezogen und ich kann nicht mehr hinschreiben. Das können ja verschiedene Dinge sein. Deswegen gibt es da optional eigentlich, das heißt optional, das Klammer auf hier, da können wir schreiben Exception Type. Exception Type. Gibt es verschiedene Typen, IO Exception und so weiter. Wurscht. Ja. Und wird eine Variable. Und es wird, ich kann mehrere so Catch-Blöcke untereinander machen. Ja. Jeder für einen eigenen Exception-Typ. Also einmal zum Beispiel fange ich ab Division durch 0, einmal fange ich ab, deswegen heißt das so fangen. Ja. Fangen, abfangen, fangen, catch. Ja. Einen Fehler abfangen. Einmal fange ich ab, ein Laufwerk nicht verfügbar oder so irgendwas oder ein Netzwerk nicht verfügbar. Da gibt es halt verschiedene so Exception Types. Werde jetzt nicht alle auflisten, weil es wirklich ja ganz viele gibt davon. Ja. Kann man aber nachschauen. Okay. Catch. Ja. Und dann hin und wieder, ist aber optional, gibt es noch einen Finally Block. Da mache ich halt irgendwie geschwungene Klammer auf, geschwungene Klammer zu und da mache ich irgendwelche Arbeiten, Aufräumarbeiten. Und dieser ganze Block ist optional. Ja, zack, 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 zack. Optional. Ist also optional. Ablauf ist so, try, funktioniert, finally wird ausgeführt. Try, funktioniert nicht, catch wird ausgeführt, finally wird ausgeführt. Ja? Also das finally ist praktisch am Schluss, macht das auf alle Fälle, das machen wir auf alle Fälle. Ja? Manchmal macht es Sinn. Ja, deswegen ist er optional, weil nicht immer muss man unbedingt was machen. So, jetzt kann man da was ausprobieren. Ja. Was ist aber, wenn ich zum Beispiel meine eigene Methode da drinnen ausprobiere? Zum Beispiel, weiß nicht, Zahl eingeben. Ja, wir haben ja die Methode Zahl eingeben gehabt. Und da try das. Ja. Und was ist, wenn ich sagen will, hey, bei der Methode ist ein Fehler aufgetreten. Ja. Dann kann ich noch etwas schreiben. Da gibt es noch ein Throw. Ja? Throw. Werfen. Ja? Da catche einen Fehler und da wirf ich einen Fehler. Eine Exception, eine Ausnahme eigentlich. Ja? Throw und dann schreibt man New. Exception.
Throw New Exception, wirf eine neue Fehlermeldung und da mache ich gleich mal auf. Ja, und da geht schon dahin, hochkommen. Na sowas. Jetzt ist ein Fehler passiert. Natürlich schreibe ich da was Sinnvolles ein, ne? Nicht na sowas. Ja, sondern, weiß ich nicht, Datei konnte nicht geöffnet werden. Oder die Eingabe beinhaltet nicht nur Zahlen. Sowas, ja. Throw new exception. Und dann mache ich da catch, exception, exp. Und dann steht in den exp.exp steht da na sowas drin. Okay? So schaut das aus. Ja. Exp.message, na sowas. Exception ist ein, so ein Datenverfall, ein Objekt eigentlich. Was Objekt ist, werden wir noch später hören. Aber so kann man mit Laufzeitfehler umgehen. Praktisch, ja. Also man kann selber welche erzeugen, wenn man drauf kommt, hey, das war jetzt ein Blödsinn. Ja, macht man sich eine und der Übergeordnete kann so ein Try-Catch-Ding bei einem Methodenaufruf eben das erweitern oder darauf reagieren. Wir werden uns das Ganze jetzt anschauen. Wir werden versuchen, in unserem Programm, in unserem Taschenrechnerprogramm, einfach die Division durch 0 abzufangen. Okay? Also es geht dann darum, dass man praktisch, wann der Operationscode dividiert ist und die Zahl an 0, dass man sagen, ey, throw new exception, Division durch 0 oder sowas. Ja? Wenn wir sie anschauen. Werden wir uns ansehen. Ja? Dass wir das ein bisschen besser verstehen, wie man mit Laufzeitfehler umgeht. Für diese Theorie jetzt sage ich mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.